Einen wunderschönen. Da sind wir auch schon mal wieder. Willst du Hallo sagen? Nee. Also ich, euer Odin, und ich begrüße euch zum Odin war einkaufen. Leider fehlt da noch ein Produkt. Ich werde euch sagen, was ich geholt habe. Vielleicht schaffe ich es auch noch. Das soll morgen kommen. Das schneide ich dann vielleicht noch am Ende ins Video rein. Ich habe, das sage ich aber gleich am Anfang, jetzt, dass ihr wisst, was da kommt. Ich habe da so einen Drehteller bestellt. 25 cm ist der im Durchmesser, schwarz, und den kannst du auf dem Fußboden hinstellen und dann kannst du drehen. Das ist für Monitore oder für die Küche, dass du was draufstellen kannst und drehen, oder ist ein kleiner Drehteller. Ich werde ihn aber benutzen halt hier für einen Unboxing-Tisch, dass ich dann auch mal filmen kann auf den Tisch und dann was draufstelle auf den Drehteller und dann mit dem Finger drehe, damit man das dann von allen Seiten sehen kann. So, das soweit dazu. Oh Gott, du bist schon wieder sehr verschmust. Das habe ich bei Netto, glaube ich, war es, bei Netto gefunden. Aufklebbare. Aufklebbare Tafelfolie. Ja, ist, weil mein Gesicht zu sehen ist, wenn ich jetzt so mache. Ja, so. Aufklebbare Tafelfolie, da könnt ihr so ein bisschen sehen. Hier steht es auch, Tafelfolie. Da kommt ein Stück, ein bisschen was auf Ingeborgs Tür. Muss ich halt nur noch Kreide kaufen. Und ein bisschen was kommt am Kühlschrank ran. Da kann die Kleine dann ein bisschen rumschmieren, während wir in der Küche sind. Und unten. Auf dem unteren Fach, auf dem oberen Fach, weil das sind 2 Meter. Auf dem oberen kann man dann halt kleine Notizen machen. Oder Ingeborg kann dann da halt notieren, bin kurz weg oder so. Obwohl, da habe ich ja was anderes. Ingeborg! Da habe ich was anderes, das muss ich euch mal zeigen. Das hatte ich in einem älteren Video euch schon mal gezeigt. Gib mir mal deine Tafel da. Ja. Also. Wo haben wir das gekauft? Weißt du es noch? War bei Penny, wa? Oh, habe ich das bei Amazon auch gekauft gehabt? Ich glaube, ich habe es bei Amazon gekauft. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich es gekauft habe. Da habe ich hier so eine Tafel geholt. Also das Loch hier oben, das habe ich selber reingebohrt. Ja, das ist von mir, das habe ich reingebohrt. Und das ist einfach nur, hinten ist weiß, hinten vorne ist mit Linien. Ingeborg, da fehlt noch was. Und hier war eigentlich oben so ein weißes Ding drauf. So eine Klammer. Die Klammer fehlt. Müsste ich dann nochmal später raussuchen. Ja, guck mal auf den Schrank. Da ist so eine Klammer eigentlich noch oben drauf. Und da kannst du einen Stift drauf machen. Und an dem Stift ist auf dem anderen, auf dem einen Ende dann so eine Art Radiergummi, wo du das dann wegradieren kannst. Dann kannst du wieder aufschreiben und wieder wegradieren. Ist ein Folienstift. Und die kannst du aber auch einzeln kaufen. Ich habe die auch einzeln gekauft. Also, nee, der ist jetzt ist fast der gleiche. Der ist mit bei. Ach, genau, da ist es. Ach, nee, hier oben ist der zum Radieren. Das ist dann praktisch. Dann kann man dann halt hier alles wegradieren. Ja. Dann macht man das halt hier hinten so rauf. Der Radiergummi ist da. Und dann kann man hier oben den Stift drauf machen. Das ist jetzt nicht der Standardstift. Hier kommt eigentlich ein anderer Stift drauf. Und hier gibt es aber auch so eine Stifte, die man extra kaufen kann mit so mit einem Radiergummi dran. Dann kann man das hier ja, alles wegradieren und dann kann man es wieder benutzen. Und das Loch, warum habe ich das Loch in die Bohrt? Ich habe in den Türrahmen oben bei Ingeborg einen Haken ran gemacht. Da hängt das dran, wenn ich jetzt unterwegs bin oder ich muss weg. Und dann schreibe ich halt hier rauf, bin, was weiß ich, bin einkaufen, bin bei Oma, bin dann und dann wieder da. Gut, sie hat auch Handy, also sie könnt, aber wenn es mal wieder eine Schule abgenommen wird, ist es so halt besser, dann schreibe ich dann halt drauf. Oder ich schreibe die Aufgaben, die sie machen soll, drauf. Oder sie schreibt drauf halt, bin heute Abend wieder da, bin bei, weiß ich wem, oder was weiß ich. Und ja, ist ganz cool. So, dann habe ich noch was gekauft. Also ich habe es gekauft, aber nicht bezahlt. Sagen wir mal so. Ich habe das Geld gekriegt von meinem Bruder.
Der hat nämlich was bei mir gesehen im Auto. Ihr kennt das schon, weil ich habe da schon Videos zu gemacht und ich wollte jetzt eigentlich noch ein Video machen von im Auto. Und zwar die Handyhalterung von Ace Fast. Kann man die hier irgendwo sehen? Also hier hinten sieht man halt nur, dass es... Also man sieht sie leider hier nirgendwo abgebildet. Die habe ich von meinem Bruder geholt. Ich werde euch das Video mal oben in die Beschreibung verlinken. Das, da ist... Oh, scheiße, wir machen es einfach mal auf. Weil die ist richtig geil. Ich habe jetzt beide Sachen getestet, da will ich aber noch ein separates Video zu machen. Aber dadurch, dass ich halt vorige Woche keine Stimme hatte und so, konnte ich leider kein Video dazu machen. Weil ich habe es jetzt bei mir schon benutzt. Die hatte ich gar nicht bei mir mit bei, diese 1, 2. So, okay. So, wir haben hier so einen Arm. So, das macht man, kann man dann im Auto rankleben, also an eine Scheibe oder, also dafür braucht er dann halt, könnt ihr so einfach eine Scheibe ranmachen. Oder auf Armaturenbrett. Für das Armaturenbrett ist auch nochmal so ein Saugnapf dran, zeige ich euch gleich. Und dann kann man hier die Halterung ranmachen. Die ist dann halt hier drinne. Ne, hier ist jetzt eine andere. Hier ist so eine Halterung mit bei. Habe ich mich da verkauft? Ich wollte eigentlich die mit Magnet. Okay. Ich glaube, ich habe mich verkauft. So. Aber hier die mit Magnet, also die ist schon mal mit bei. Schade, da habe ich mich verkauft. Na, dann mache ich ein extra Video dazu. Bevor ich es wegschicke, zurückschicke. Aber ich habe aber die richtige bestellt. Ich muss nochmal gucken. Weil eigentlich sollte es die sein, die ich habe, wo halt auch so ist. Und dann halt noch für einen Lüftungsschlitz was mit bei ist. Und ich habe das bei mir ja schon rangeklebt und habe das jetzt so dran bei mir auf Armaturenbrett. Hält bombenfest. Richtig geil. Also ich bin mega begeistert. Und das sollte das auch sein. Und mein Bruder wollte halt das unbedingt haben, weil da auch das für einen Lüftungsschlitz ist. Und der hat noch so ein... Ey, das kriegst du doch nie wieder hier so rein, wie das war. Was ist denn das für ein Scheiß? Das hier rein, ich habe das doch, das kann man doch nicht kleiner machen. Das ist eine Kunst, wie die das hier reinkriegen, weil sie guckt immer rüber, ja, wie ich es mache. Ach so, machen wir so. Aha. Wenn man es ganz aufrichtet, geht es irgendwie. Und der hat noch so eine magnetische Platte, hat er noch? Von einer alten Handyhalterung. Und da hat er gesagt, wenn er da zwei Stück drin hat, einmal das für das Armaturenbrett und das für das Gitter. Und er hat ja noch eine magnetische Platte und die passt ja dann daran. Dann kann er die praktisch, aber die Halterung davon, von seinem alten Ding ist, boah, grottenschlecht, nicht schön. Und da wollte er die dann halt daran machen. Und dann wollte er das mit dem Arm, wollte er für das Auto lassen. Das sollte dann so Beifahrerseite, so beim, er hat so ein Caddy. Und dann ist ja so wie bei meinem Jetta so praktisch, das Armaturenbrett ist ja so ein bisschen geriffelt. Und da sollte das dann ruf, er wollte das auch nicht an der Scheibe haben, sollte drauf und dass es dann so ein Stück runter geht, damit das Handy nicht direkt in der Sonne ist. Und das andere mit den Riffeln, das sollte im LKW. Und das kann er, da hat er schöne Riffeln, das ist dann gleich zack, zack. Und weil das schön festhält und dann hat er eine, ja, hat den Magneten, kann das dann überall benutzen. Ja. Und weil er halt mit diesem Drehen und dass sich das dann richtig in diesem Lüftungsgitter festzieht, ich werde euch das Video verlinken, ganz geil fand. Ja, mal gucken, vielleicht will er das ja trotzdem haben, aber da ist die Platte falsch. So. Dann
Ja, das habe ich euch ja schon gezeigt. Das habe ich hier auf dem Tisch liegen. Die habe ich mir bei Amazon geholt. Die werde ich auch noch mal verlinken. Die Plates von Sony. Das sind die Originalen. Das steht nämlich hier, weil, wie gesagt, ich warte ja auf diesen Drehteller und ich will ja dann ein Video machen und dann wollte heute eigentlich ein Video machen zum Anbauen. Jetzt warte ich halt ab bis der Drehteller morgen dann kommt, weil der sollte eigentlich heute kommen. Und dann mache ich das Anbauen und dann würde ich die PlayStation nämlich auf diesen Drehteller stellen und dann auch dann drehen, damit man das von allen Seiten sieht und so. Grüße gehen raus an Rudi, der mir auf den Tipp gebracht hat. So, dann haben wir hier noch was. Da will ich ein separates Video zu machen. Das kam auch so. So kam das. Also ich war nicht da, der Postbote hat das dann wieder mitgenommen. Und wenn du aufmachst, hast du hier gleich Styropor drin. Also kein schicker Karton oder irgendwas. So, dann hast du den Zettel. Ja, wo halt so ein bisschen was erklärt ist. Und da drin ist dann halt der Totenkopf, den ich euch schon mal jetzt erklärt habe und gesagt habe. So, das ist halt hier. Ich habe den grauen, weil die soll im Flur. Und da ist ein graues Bild drüber, das passt dann besser. Für das Schlafzimmer könnte ich mir, wenn der mal billiger wird, könnte ich mir vorstellen, noch ihn zu holen für das Schlafzimmer, aber dann die weiße Variante. Sieht man das? Ihr seht, es wundert euch auch, warum der so komisch aussieht. Und hier, das leuchtet dann alles. Das ist für ein Echo Dot. Da werde ich gleich ein separates Video zu machen. Wenn alles klappt, sollte es dann Montag oder so online kommen. Muss ich die auch noch bearbeiten. Und gucken, wie ich am Wochenende dazu komme. Dann sollte es Montag online kommen und dann ja, mal gucken. Also ich habe hier auch den Echo Dot 3 hier und den Spot oder wie das Ding heißt, halt das mit das halbrunde Ding. Weil es soll wohl angeblich mit beiden funktionieren. Mit dem runden sieht es natürlich besser aus. Ja, hier Aufkleber abmachen hier, damit man die Adresse nicht so sieht. Falls ich dann im nächsten Video das wieder mal ungeschickt in die Kamera halten sollte. So. Und ja, Spaß kostet. Achso, das Video mit dem Totenkopf kommt vielleicht so ja schon vorher. Ja, vielleicht kommt das ja schon die Woche. Das Oliver Shoppen kommt ja erst nächste Woche Sonntag. Diese Woche Sonntag kommt ja das von meiner Bestellung von Spaß kostet. Wo, ihr könnt ja mal die Videobeschreibung auschecken, wo ich jetzt nicht nur bei Nordische Welt 10% Gutschein für euch habe, sondern auch jetzt bei Spaß kostet, die ich natürlich auch selber mitbenutze. Als Dankeschön dafür, dass ich immer Videos mache. Also ich kriege ja kein Geld von Spaß kostet. Also ich mache halt Videos und ich habe halt gefragt, weil ich kaufe da schon seit knapp 20 Jahren ein. Ich habe halt nur gefragt, ob ich halt das Logo benutzen darf. Und logischerweise, wo denn Nordische Welt kam, habe ich nochmal nachgefragt, ob ich das Logo für Nordische Welt benutzen darf. Ich kann ja nicht einfach das Logo in meinem Video zeigen. Und dann haben sie gefragt halt, also beim ersten Mal haben sie gefragt, warum, wieso, weshalb, wie? Ja, und dann habe ich gesagt, naja, ich mach YouTube-Videos und auch so Haul, wenn ich jetzt bei euch eingekauft habe und so. Und zeigt das dann halt. Und habe ich dann auch was habe ich mir mitgeschickt? Doch, ein paar Links habe ich mitgeschickt von ein paar Oliver Shopping-Videos, wo ich bei Spaß kostet gekauft habe. Und da haben sie sich dann gemeldet, da haben sie gesagt, ja klar, kannst du benutzen, ist kein Problem. Und danke für die Werbung. Sag ich, kein Problem. Und dann weiß ich nicht, dann kam es irgendwann mal, da hatte ich nachgefragt für euch, da war irgendwas, oder ich hatte angefragt wegen einem T-Shirt, wo der Druck umgekehrt sein sollte oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls hat er dann geschrieben, der Chef von Spaß kostet, als Dankeschön für die Videos 10% Gutschein. Code für die Community. Habe ich mich gefreut, ja. Und habe mich natürlich bedankt und so. Und jetzt habe ich halt, der war aber für Nordische Welt. Und jetzt habe ich halt auch einen für Spaß kostet. Und für Nordische Welt, der wurde auch nochmal neu gemacht. Das ist jetzt beides, kann ich euch ja sagen, wenn er bei Spaß kostet oder Nordische Welt bestellen wollt. Odin 01. Odin klein geschrieben, 01. Und dann kriegt er 10% Rabatt. Gilt aber nicht, wenn irgendwie Aktionen sind. Also wenn jetzt gerade eine Aktion ist,
Was weiß ich, kaufe hier. Also wie bei der letzten Aktion, wo ich jetzt hier bestellt habe, Video kam ja vorher für euch vorige Woche. Für mich kommt es jetzt übermorgen. Kaufe drei Sweater oder Kapuzenjacken für 30 Euro. Also da hast du halt nur die Kategorien, die du auswählen kannst. Halt Wiking, La Familia, Arbeit und was weiß ich. Also hast du halt ein paar Kategorien, die du auswählen kannst. Und dann steht da halt drin, dass du halt drei Stück kriegst für 30 Euro. Wo ein Sweater, also Strickjacke mit Kapuze, also mit Kapuze oder ohne, also mit Reißverschluss vorne oder Pullover mit Kapuze oder ohne, kostet ja im Schnitt auch schon, je nach mit Kapuze 39 Euro teilweise oder 35, bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Und da kriegst du halt drei Stück. Aber die suchen die halt aus. Du kannst die Kategorie auswählen und die suchen die dann aus. Und dann zahlst du 30 Euro und hast drei Stück. Ja, da habe ich dann natürlich gleich zweimal mitgemacht. Im Endeffekt ärgere ich mich, ich hätte drei bestellen sollen. Aber ich habe jetzt drei Strickjacken, drei Pullover und so neu dazu gekriegt. Das sollte, und bis nächstes Jahr Winter oder so wird ja nochmal so eine Aktion sein. Also ich greife da immer bei diesen Aktionen zu. Kann ich euch nur empfehlen. Meldet euch bei Nordische Welt und bei Spaß kostet beim Newsletter an. Da kriegt ihr dann immer die News, wenn so eine Aktion ist. Momentan, also jetzt, wenn für euch jetzt uninteressant, weil das war jetzt, also ist jetzt bis morgen oder übermorgen die Aktion, kann man für 20 Euro Hosen kaufen. Also praktisch kann man die Kategorie auswählen, dann kriegst du eine kurze Hose, eine lange Hose, also eine Jogginghose, eine kurze Hose oder Dreiviertelhose. Ja, aber zwei Stück für 20 Euro und die suchen halt aus. Und halt einen Druck drauf halt aus der Kategorie, was ihr euch auswählt. So. Aber ich quatsche schon wieder zu viel rum. Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder. Mit einem Nachtrag. Tiger ist auch schon wieder dabei. Wie? Bei der ersten Hälfte von Oliver Shoppen war er mit, kam er gleich dazu. Ist ein bisschen neugierig und schmusig. Ich habe euch ja gesagt, ich habe noch einen Nachtrag. Und heute ist jetzt Samstag. Heute gerade eben, also jetzt ist später Mittag. Jetzt kam es endlich. Kann ich euch das zeigen? Scheint doch ziemlich groß zu sein. Ich glaube, ich hätte doch noch eine Nummer kleiner bestellen können. Dabei habe ich nicht mal den ganz großen bestellt. Aber es ist nicht schlecht. Auch für größere Sachen denn. Ach, der ist ja von Hamaha. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich hatte eigentlich einen anderen bestellt. Also einen anderen und wollte ich haben. Und da hat der aber nicht so gute Bewertung gekriegt. Der soll wohl die Plaste scharfkantig und nicht so gut sein. Und dann habe ich gesagt, den nimmst du lieber nicht. Und da war noch einer für 1 Euro teurer. Also anstatt 11 Euro noch was, habe ich jetzt 12 Euro noch was bezahlt. Aber der ist sogar von Hamaha. Und von Hamaha habe ich eigentlich gute, machen auch preisgünstige Produkte, aber mit denen habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. So, jetzt machen wir das mal auf. Also da wäre ich auch kein separates Video zu machen, das lohnt sich ja nicht. Ja, vielleicht doch. Mal gucken. Ist aber wirklich eng drin. So, hier ist eine Bedienungsanleitung, die brauche ich nicht. Und zwar ist das so. Ein Drehteller. Der hat hier auf der Seite so Gummifüße, so Nupsis. Also man könnte das halt auch so drehen, ja, aber dann steht das nicht fest genug. Und hier sind halt die Nupsis. Und darauf steht er. Dann kann man das praktisch draufstellen. Hier. Und dann kann ich mit der Hand, muss halt nur so ein bisschen festhalten, drehen. Dass ich dann halt die Videokamera so aufstelle und dann halt den Drehteller drehe, damit das Produkt halt von allen Seiten zu sehen ist. Hier ist auch ein Hamaha-Aufkleber drauf. Ja, der wird bald abgehen. Bisschen ungünstig getroffen, würde ich sagen. Also da hätte ich doch gesagt, dass man dann irgendwie einen halbrunden Aufkleber macht und hier eine Ecke irgendwo oben macht oder so. Oder den Hamaha-Aufkleber ein Stück kleiner.
Oder halt ein Stück runter und dann halt schräg abgeschnitten, so, dann würde das auch nicht so überstehen. Aber naja, meckern auf hohem Niveau. Ich habe 12 Euro bezahlt, reicht. Dann können wir nämlich gleich das Video über die Plates von der PlayStation machen und die anbauen und uns die PlayStation dann mal angucken, wie sie mit den schwarzen Plates aussieht. Mit den original schwarzen Plates von PlayStation, also von Sony. Ja, das war jetzt soweit. Es kam noch, das kann ich hier im Video nicht haugen, weil Ingeborg zuhört, also ihr Geburtstagsgeschenk kam. Ja, und dann will ich mich jetzt hier verabschieden. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin.